Willkommen zu diesem neuen Video, meine Lieben. Genauso schmuddelig, ich will gar nicht rausgehen, wie das Wetter ist unser nächster Kandidat. Aber bei den Witterungsverhältnissen ist das, glaube ich, nicht ganz so selten. Da werden wir nochmal ein gesondertes Video auf jeden Fall zumachen. Kommt mal mit raus. Hier steht unser nächster kleiner Kandidat, der aber wirklich viel Arbeit vor sich hat. Den schauen wir uns mal kurz vor der Wäsche an. Wir sehen es natürlich hier, der ganz normale Traffic-Film, der im Winter auf jeden Fall nicht ausbleibt. Hier haben wir kleine Blessürchen dran. Darauf gehen wir auch nochmal ein bisschen genauer in diesem Video ein. Was haben wir mit dem Fahrzeug überhaupt vor? Der soll eine Verkaufsaufbereitung bekommen und da ja, sollte man den natürlich nicht in diesem Zustand fotografieren, egal bei welchen Witterungsverhältnissen, und wahrscheinlich auch nicht dem neuen Käufer so präsentieren. Das wollen wir natürlich ändern. Wir können ja noch mal kurz einen Blick in den Innenraum hier reinwerfen. Da sieht es nämlich genauso abenteuerlich aus und für Fotos macht sich das nicht ganz so schick. Gut, dieses Thema werden wir in diesem Video mal ein bisschen anschneiden. Verkaufsaufbereitung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ab geht's. Bevor wir mit der Wäsche starten, beginnen wir bei stark verschmutzten Fahrzeugen erst einmal damit, sie von sämtlichen losen Versandungen und Verschmutzung zu befreien. Hat den Hintergrund, dass wir bei der Einstiegsreinigung eine Fleckenbildung und Verschlammung vermeiden möchten. Gerade bei stark verschmutzten Fahrzeugen ist die Vorreinigung umso wichtiger. Hierfür nutzen wir einen pH-neutralen Felgenreiniger und einen sogenannten Powerschaum. Diese dienen dazu, um die Verschmutzung noch viel besser anzulösen. Ist die Einwirkzeit abgeschlossen, beginnen wir nun mit unserem Hochdruckreiniger sämtliche lose Verschmutzung abzudampfen. Hierbei sieht man richtig schön, wie viel wir ohne Mechanik schon von unserer Lackoberfläche wegbekommen. Sämtliche Verschmutzung, die wir ohne Mechanik schon entfernt bekommen, sorgen natürlich auch dafür, dass wir eine schonendere Wäsche haben und somit auch eine Kratzervermeidung haben. Hier im Rathaus, das gehört natürlich auch mit dazu, schaut mal, wie viel Verschmutzung sich hier gesammelt haben. Diese werden auch alle sorgfältig ausgekechert. Nicht ganz so stark betroffen wie das Rathaus, aber am meisten betroffen im Lackbereich ist das Heck vom Fahrzeug, vom Traffic Film. Hier gilt natürlich sorgfältige Vorreinigung. Kennzeichenblenden werden noch demontiert, denn dahinter befindet sich auch Traffic Film, der entfernt werden muss. Schaut euch vor der eigentlichen Wäsche noch einmal die Türscharniere an. Sind diese geschmiert oder gefettet, nutzt geeignete Lösemittel wie zum Beispiel Teerentferner oder Silikonentferner, sprüht das Ganze ein, dampft das Ganze aus, denn es gibt nichts Schlimmeres, als nachher Fett im Pinsel zu haben. Starten wir nun mit der eigentlichen mechanischen Wäsche. Alles, was unser Vorreiniger nicht gelöst hat, nutzen wir jetzt geeignetes Equipment wie Pinsel und Felgenbürsten, genauso wie Radhäuser, die jetzt vorgereinigt werden. Hier müssen wir allerdings sagen, dass die Felgen sehr stark verschmutzt sind, also wird hier noch einmal Waschknete angewendet. Nun starten wir aber endlich mit dem Lack. Die Kombination aus Pumpsprüher, Vorreiniger und dem geeigneten Pinsel sorgen dafür, dass wir unsere Ritzen und Kanten optimal reinigen können. Natürlich dient unser Vorreiniger auch als besseres Gleitvermögen auf der Oberfläche. Ansonsten starten wir unser 4-Seiten-Waschsystem. Ich beginne einfach mit der Front, wasche die komplett, dampfe die ab, dann geht's rüber auf die Fahrerseite. Hat einfach den Vorteil, dass wir bei wärmeren Temperaturen nicht das Problem haben, dass Reiniger antrocknen können, und wir können unser Waschwasser regelmäßig erneuern. Dann wird das Heck gewaschen, dann geht's rüber an die Beifahrerseite, das auch nochmal abgedampft. Dann werden die Einstiege im Anschluss noch einmal ausgepinselt, auch ausgedampft, und dann haben wir nur noch unsere lästigen Flugrost-Terrest-Anhaftungen, die dann mit entsprechendem Gleitmittel und Knete beseitigt werden. Fahrzeug trocknen, das war's gewesen, ab in den Innenraum. Für optimale Arbeitsverhältnisse darf natürlich die geeignete Arbeitsbeleuchtung nicht fehlen. Ansonsten nehmen wir erstmal alle die Dinge aus dem Fahrzeug raus, die rausnehmbar sind und extern besser natürlich sich reinigen lassen. Bei normal verschmutzten Fahrzeugen starten wir mit der Fahrzeugaufbereitung im Innenraum immer vorne links. Dadurch, dass wir das Fahrzeug schon einmal vorgesaugt haben und hinten doch noch am meisten Verschmutzung sind, starte ich mit dem Kofferraum. Natürlich gehören Bereiche unter den Sitzen auch dazu. Sitzschienen lassen sich am besten reinigen mit einem Pinsel, Druckluft und einem Reiniger, der einfach rückstandslos beim Pusten wieder wegzieht. Dadurch, dass wir nicht nur Staub auf den Oberflächen haben, sondern richtige Verschmutzung, arbeiten wir hier in dem Fall mit einem Interior Scrub Pad, und natürlich werden auch hier Ritzen und Kanten wieder sorgfältig ausgepinselt. So arbeiten wir uns erstmal systematisch von hinten nach vorne durch. Wenn wir uns die Rückbank angucken, sehen wir, dass unser Stoff so richtig aufgefluselt ist. Das bekommen wir mit einem Bimsstein wieder in den Griff, einmal rüberwandern, absaugen, fertig. Natürlich werden die Seiten von der Rücksitzbank auch dementsprechend gereinigt. Unten am Beifahrersitz auch wieder dieses Pilling, entfernen wir auch wieder mit einem Bimsstein, achtet wirklich auf Materialverträglichkeit, versucht es erstmal an einer verdeckten Stelle, aber wie gesagt, der Stoff ist dafür auch geeinigt. So kämpfen wir uns dann Stück für Stück durch, hintere Bank, vorderen Schienen, vorderen Sitze, hinteren Schienen, Leder wurde gereinigt mit dem Lederreiniger, stark, hat sich auf dem Kunstleder wirklich sehr, sehr gut gemacht. Polster, wo Flecken drin waren, wurden natürlich auch schamponiert, alle Produkte, die in diesem Video angewendet wurden, sind für euch in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie die Rabattcodes. Ansonsten gab es dann die normale Innenraumaufbereitung in meinem Kreissystem, Video dazu gibt's schon. Wir arbeiten uns von außen nach innen dann rein. Alle Armaturen wurden ausgepinselt, abgewischt, mit Detailing Swaps nochmal nachgearbeitet. Natürlich auch die Dinge, die rausgenommen haben, wurden extern nochmal gereinigt. Dann darf eins nicht fehlen, unsere Fenster, die fahren wir uns ein Stück runter, einfach auch um den oberen Bereich, wo nachher die Scheibe in die Dichtflächen reinfährt, zu reinigen. Dann fahren wir uns die Fenster wieder hoch, machen die unteren Bereiche fertig. Dann müssen wir nur nochmal die letzten Feinheiten im Innenraum machen, sprich nochmal abpusten, nochmal aussaugen, das Ganze nochmal nachkontrollieren, nochmal nachwischen. Dann werden die Dinge, die wir rausgenommen haben, natürlich auch wieder einsortiert, und dann ist es Zeit, den Innenraum zu genießen.
Na, das hat sich doch mal mehr als gelohnt. Innenraum auf jeden Fall schon mal ein schönes Vorher-Nachher. Außen hat sich auch schon einiges getan. Das wollen wir allerdings optimieren mit Polieren. Bevor wir damit durchstarten, verschaffen wir uns erstmal einen Überblick vom Lackzustand direkt nach der Wäsche. Wenn man vom Ausgangszustand des Fahrzeugs ausgeht, haben wir jetzt schon ein sehr schönes Ergebnis. Klar, ist auch dem Wetter geschuldet. Wir haben einen Haufen Traffic-Film am Fahrzeug dran gehabt. Aber hier, wie gesagt, nur alleine durch die Wäsche schon ein schönes Vorher-Nachher. Abkneten hat sich hier auf jeden Fall richtig gelohnt. Gerade bei hellen Farben sieht man halt viel mehr die Flugrost- und Terrest-Anhaftung. Na gut, wir wollen uns mal einen Überblick vom Lackzustand verschaffen. Wie gesagt, soll ja so oder so eine Verkaufsaufbereitung werden. Also werden wir da nicht übertreiben. Schmeißen wir mal die Scan-Grip an. Wir werden hier unseren CCT-Scan durchführen, um die Farbtemperatur am Lack anzupassen. Schon gehen wir ein bisschen in die wärmere Farbtemperatur. Und das ist natürlich optimal für die Erkennung unserer Kratzer und Swirls. Wobei man hier natürlich sagen muss, dass wir ja ein silbernes Fahrzeug haben. Wir wollen ja auf Verkauf gehen. Also sprich, wir wollen natürlich auch so wenig wie möglich investieren und so viel wie möglich Geld rausholen. Also sprich, werden wir hier eine One-Step-Politur durchführen. Allerdings schauen wir uns trotzdem mal den Zustand an. Hier schon anfangs des Videos mal gesagt, das sind so eine Sachen hier, die werden wir auf jeden Fall zutupfen. Hier oben habe ich schon ein bisschen angefangen. Macht nachher natürlich einen viel besseren Eindruck vom Weiten, wenn es einfach silber ist und nicht überall so eine schwarzen Abratscher sind. Wenn man es ordentlich machen will, muss man es lackieren. Hier vorne ist der Kunde auch am Überlegen, aber letztendlich muss es, wie gesagt, immer im Verhältnis stehen mit dem Fahrzeugwert und nachher, was man letztendlich fürs Fahrzeug bekommt. Türen, hier sieht man es schon ein bisschen deutlicher mit den Swirls. Fahrzeug hat auch schon knapp 200.000 Kilometer runter. Von daher wird es auch schon einige Wäschen hier gesehen haben. Ich denke mal trotzdem, dass das soweit passt. Wir schauen mal, wie die Lackhärte ist. Vielleicht kriegen wir ja mit der OneStep hier auch noch schön was von einer Defektkorrektur hin. Aber letztendlich ist es bei Silber wirklich so, dass man da wirklich das entsprechende Licht draufhalten muss. Deswegen ist es ja so eine Vorteilsfarbe, um da Kratzer und Swirls zu sehen. Sehr dankbare Farbe. Im Gegenteil zu Unischwarz. Hier sieht es nämlich schon ein bisschen wilder aus. Werden wir auch mal schauen, was wir hier mit einer One-Step rausholen können. Und solche Sachen wie hier hinten, da habe ich auch mal gespannt. Das sieht mir nämlich hier ein bisschen aus wie Abrieb. Ob wir das runterbekommen, so eine kleinen Punkte, die durch sind, werden natürlich auch wieder zugetupft. Genauso geht das dann nachher bei solchen Stellen. Die werden wir alle mit einem Lackstift sorgfältig nochmal nacharbeiten. Und dann wird das schon alles freundlicher aussehen. Hier habe ich auch schon mal angefangen. Ich weiß nicht, was das hier war, ob das komplett verätzt ist oder nicht. Ging auf jeden Fall bis hier unten. Ich habe es mal hier zur Hälfte entfernt, so fein zugetupft, sieht auch schöner aus. Mal gucken, ob wir es hier oben dann noch genauso hinbekommen. Dann macht das auch schon wieder vom Weiten viel besseren Eindruck, wenn man mal guckt. Diese kleinen Punkte sehen besser aus als dieser große graue Flatschen. Schauen wir mal. Wie gesagt, solche Sachen werden alle zugetupft. Felgen werden wir auch noch mal ordentlich nacharbeiten. Ich habe sie schon geknetet, allerdings ist noch so viel in den kleinen Speichenresten drin. Da werden wir dann das Ganze mit Politur noch mal nacharbeiten. Dann sieht das auch frischer aus. Genau, ansonsten Türstoßkanten, die Klassiker, werden auch nochmal nachgearbeitet und dann haben wir uns mal einen Eindruck vom Fahrzeug hier verschaffen können. Kurzen Eindruck habt ihr mal gewonnen. Wäsche hat sich auf jeden Fall schon mal richtig gelohnt. Jetzt wollen wir das Ganze optimieren mit Polieren und Fehlstellen auslegen. Und wir haben darüber gesprochen, das Ganze so kostengünstig wie möglich zu halten. Also sprich, Zeit spielt hier eine große Rolle. Ran an die Maschinen und dann schauen wir mal, was wir hier noch rausholen können. Bevor wir starten, kleben wir zunächst erst die Flächen ab, die nicht mit Politur in Kontakt kommen dürfen. Die Wahl der Politur-Pad-Kombination spielt natürlich immer eine große Rolle. In dem Fall die P301 mit dem Medium Safe Shield Pads 75er und 125er Maschinen. Die 75er Maschine, um die Randbereiche erstmal vorher abzufahren, 125er Maschine, um danach flächig noch einmal drüber zu gehen. Natürlich spielt auch die Wahl der Tücher eine große Rolle, um einen kratzerfreien Abtrag zu garantieren. Um zeiteffektiv zu arbeiten, arbeiten wir systematisch von oben nach unten am Fahrzeug uns durch. Hier ein kurzer Vergleich von unserem Lackzustand, Ausgangszustand und da, wo wir hingehen mit unserer One-Step-Politur. Das zeigt, dass wir meist einen weichen Lack haben, wenn wir mit einer Medium-Politur so ein Ergebnis rausholen. Hier ein kurzes Beispiel einer unischwarzen Leiste. Ich primere mein Pad erst am Lack, denn meine unischwarze Leiste ist in der Regel relativ weich, also sprich, ich möchte schon ein relativ zerbrochenes Korn an der Oberfläche haben. Bei diesem Prozess ist die Kopflampe extrem wichtig, denn hier habe ich beide Hände frei und kann genau meinen Poliervorgang kontrollieren. Wenn wir uns das Ergebnis anschauen, Ausgangszustand und hier oben mit unserer One-Step haben wir eine schöne Defektkorrektur. Jetzt den Vorderwagen noch polieren und dann haben wir alle oben liegenden Flächen abgeschlossen. Um natürlich genauer arbeiten zu können und unseren Rücken zu schonen, nutzen wir die Hebebühne, in dem Fall die Twinbush, und sorgen auch hier wieder für ein optimales Arbeitsverhältnis. Um weiterhin zeiteffektiv zu arbeiten, geht es natürlich auch in der Höhe mit System weiter. Sprich, ich suche mein Bauteil aus, wo ich starte, in dem Fall den Fahrerkotflügel, gehe über die Front, Beifahrerseite, Heckbereich, Auspuff muss natürlich auch glänzen, in dem Fall mit der Metal Polish, und dann geht es schon rüber an die Fahrerseite. Poliervorgang abgeschlossen, geht es direkt an die kleinen Macken vom Fahrzeug, kleine Abplatzer und Steinschläge werden mit Detailing-Swaps zugetupft und die größeren Macken, dann nutze ich gleich den beigefügten Pinsel und lege das Ganze aus. Felgen nochmal nachpoliert. Jetzt bekommt das Fahrzeug nochmal ein kleines Topping, in dem Fall Synthetic Spraywax, ein wenig aufs Tuch auftragen, das Ganze applizieren, das Ganze nochmal auspolieren. Reifenglanz darf natürlich auch nicht fehlen, das rundet die ganze Sache auf jeden Fall nochmal ab. Dann geht es runter mit dem Fahrzeug und schon sind wir außen auch durch.
So viel zum Thema Verkaufsaufbereitung mit dem geringstmöglichsten Aufwand, Materialien und der Zeit, das bestmöglichste Ergebnis rauszuholen. Ich denke mal, es ist uns hier ganz gut gelungen. Mir ist völlig bewusst, dass wenn man das Ganze hier perfekt gestalten möchte, muss man hier lackieren, muss man mehrstufig polieren. Aber darum soll es überhaupt nicht bei einer Verkaufsaufbereitung gehen. Ziel ist es, das Fahrzeug so attraktiv wie möglich zu gestalten beim Inserat. Denn ihr dürft eins nicht vergessen, die Fahrzeuge sind meist noch nicht verkauft. Und da macht es natürlich einen großen Unterschied, ob ich das Fahrzeug so inseriere, wie es hier ankam oder so, wie es jetzt aussieht. Und deswegen sage ich es auch, Fotos von Weitem machen und dann werden einige Blessuren überdeckt, abgedeckt und natürlich auch so macht es einen riesengroßen Unterschied, wenn das Fahrzeug so präsentiert wird. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Alle Produkte sind natürlich unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.